Hallo und willkommen zurück bei Europa Universalis 4 mit Mali. Ja, wir sehen auch, wir sind gerade im Zeitalter der Reformation, aber lange wird es nicht mehr dauern. Der globale Handel ist schon unterwegs. Der Krieg, den wir unseren Vasallen hier aufgedrückt haben, den Kolonialkrieg, läuft nicht ganz so gut, wie ihr seht. Und die verlieren hier sogar eine Schlacht. Und das heißt für mich, wir müssen irgendwie intervenieren. Wir geben denen ein bisschen Geld, so funktionieren. Aber erklären dann auch den Musiker den Krieg, um das Ganze noch irgendwie umzudrehen, weil alleine kriegen die das nicht mehr hin. Ich habe nicht auf deren Verbündeten gedacht. Nicht an deren Verbündeten gedacht. Und wir gehen weiter. Die haben den Krieg wirklich verloren, haben einige Provinzen verloren. mussten sie abtreten, aber hier habe ich leider eine Provinz vergessen zu übertragen an Malisch-Kolumbien. Aber das passt schon, das ist deren Kernprovinz, kriegen wir schnell hin. Da haben wir direkt hier einige Ansprüche. Dadurch, dass wir die Ideen, die expansionistischen und Säcke-Ideen abgeschlossen haben bald, haben wir auch die Möglichkeit, wie heißt denn das? Auf Provinzen in Überseeregionen Ansprüche zu fingieren, so heißt es. Wir haben Marokko als Verbündeten zurückbekommen. Und hier spawnt der globale Handel in Toledo, in Spanien. Also gar nicht mehr so weit weg. Kolonialismus war ja gespawnt in Großbritannien. Das war nicht ganz so gut. Dann gehen wir rein. Hier in Südamerika, in Peru / Kolumbien noch. Und ich habe mir überlegt, hier dann so viele Provinzen zu nehmen, dass ich mir eine neue Kolonialnation holen kann. Nämlich Malisch, Peru. Hier war ganz praktisch, unsere Feinde wurden aufgehalten von den Ureinwohnern. Und wir konnten gerade dann die Schlacht übernehmen. Aber ein bisschen was in Kolumbien will ich geben in diesem Krieg. Und ein bisschen was dann für eine neue Kolonialnation. Hier sehen wir, Portugal ist auch in Kolumbien angekommen. Also wir haben Neu-Granada, wir haben Malisch-Kolumbien und jetzt auch noch Portugal. Und hier ganz spannend, Spanien und Großbritannien. Die zwei großen Mächte in Europa führen Krieg miteinander. Sehr interessant. Und momentan sieht es so aus, als würde Spanien gewinnen. Tatsächlich. Haben auch ein deutlich größeres Kolonialreich und Portugal natürlich als Juniorpartner. Dann gehen wir hier hin. In Afrika waren wir ziemlich, hier seht ihr, abgeschlossen, was wir da kolonialisieren können. Und zumindest an den Küsten. Und dann sind wir hoch nach Kalifornien. Aber hier ist leider das Problem, die haben es nicht geschafft. Die haben es von Westafrika nicht geschafft nach, West-Südamerika. Westliche Südamerika. Und ich habe Glück, dass keine Truppen sterben, weil es sind genau drei Schiffe, die noch übrig bleiben. Und es waren eben drei Mann, die wir rübergeschifft haben. Also baue ich hier ganz viele Transportschiffe wieder auf. Aber ich habe auch vergessen, die Schiffe wieder zu erneuern. Naja. Dann gehen wir hier in den Krieg mit der letzten unabhängigen afrikanischen Nation, aber die war schon im Krieg mit anderen, deswegen war das hier auch wieder gar kein Problem. Hier haben wir richtig viel genommen und es ist auch sehr viel aggressive Expansion, aber die macht mir gar nicht so viel aus, denn die Leute, die uns interessieren, wo uns die Meinung von denen interessieren, also Spanien, die Osmanen und alles, sind zu weit weg. Ich meine, westliche Südamerika, und ihr seht hier, wir nehmen hier ganz, ganz viel. Ein bisschen was geht in Kolumbien und genau 500 Provinzen haben wir uns geholt, die wir brauchen für eine Kolonialnation. Da gucke ich ein bisschen wegen dem globalen Handel, mache Fortschrittsbemühungen, finde ich erst nicht, aber irgendwann habe ich es dann doch gefunden und ihr seht, auch die Quantitätsideen haben wir schon ziemlich weit gebracht. Dann geht es weiter eben in Kalifornien, wir können jetzt drei Kolonisten haben, auch super praktisch, es geht so schnell, wir haben, ich glaube, 150 Kolonialwachstum pro Jahr oder noch mehr teilweise, richtig gut. Hier können wir leider nicht so viel nehmen, weil die waren halt schon im Krieg und dann waren Teile besetzt, nicht von uns, sondern von anderen Kriegsteilnehmern. Und dann haben wir von unseren Vasallen hier die Kernprovinz zurückgegeben, es ging dann zu. Ihr seht schon Kalifornien, das sieht einfach gut aus. Also muss man sagen, in 15 Jahren hat man da schon eine neue Kolonialnation. Und ich will immer noch die Namen umbenennen. Irgendwann mache ich das, ich schwöre es euch, irgendwann mache ich das. Und wir sehen hier, das sieht für Großbritannien ganz und gar nicht gut aus. Die werden diesen Kampf definitiv verlieren, so wie es jetzt aussieht. Und hier sind wir eben fertig mit den Kernprovinzen. Die müssen wir jetzt noch zum Starten machen. Dann nochmal Korn. Kostet natürlich alles viel Admin-Power. Aber ich denke, für eine neue Kolonialnation lohnt sich das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen kann man hier sehr, sehr gut expandieren. Wir müssen kurz warten, bis der nächste Monat anbricht. Und dann sehen wir es auch schon. Malisch, Peru. Und viel Expansionspotenzial, nicht nur was Kolonialisierung angeht, sondern eben auch viele Ureinwohner, die man relativ schnell erobern kann. Ohne zu viel Sorge um die aggressive Expansion sich machen zu müssen. Also da haben wir einiges vor. Einiges können wir da erreichen. Und hier auch direkt, ihr seht es, einfach nur direkt rein in den Krieg der nächsten. Das würde ich alles Peru geben.
ein paar Truppen da lassen wegen Rebellen. Aber das war's dann auch schon für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich denke, Südamerika zu vereinen wird auch ein klasse Ziel, wenn wir dann auch noch in Kalifornien sind. Aber bis dann, ciao, ciao.